Ich war letztens am Walensee in der Schweiz unterwegs, da habe ich dieses Foto gemacht und da sieht man wunderschön hier auch eines der einfachsten Beweise für die flache Erde, die nicht parallel vorhandene Sonneneinstrahlung, wie sie in der Heliozentrik zwangsläufig vorhanden sein müsste. Der blaue und der gelbe Pfeil, den ich hier mal eingezeichnet habe, die zeigen jeweils in zwei verschiedene Richtungen. Da sieht man, dass es nichts mit paralleler Sonneneinstrahlung zu tun hat, wie es dann doch die Erdkugeltheoretiker pseudowissenschaftlich behaupten. Diese Aufnahmen habe ich hier 900 Meter über dem Meeresspiegel gemacht. Diese Sonnenflucht habe ich da aufgezeichnet. Man sieht, wenn die Sonne verschwindet, sie geht nicht unter. Sie wird kleiner, sie schrumpft. Ihre Lichtintensität lässt nach und der Lichtkegel schrumpft ihr hinterher, was unmöglich ist auf einer Kugel. Mit diesen Infrarotaufnahmen wurde ein brutaler flacher Erdebeweis erbracht, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, in den USA. In einem Flugzeug, was gerade knapp 9 Kilometer in der Höhe ist, wird dieser Berg in ca. 800 Kilometer gefilmt. Der Berg ist ca. 2000 Meter hoch und wendet man Mathematik an bezüglich einer Kugel mit 40.000 Kilometer Umfang, könnte man gerade mal die Spitzen eines solchen Berges sehen, wenn er 500 Kilometer entfernt wäre, aus der Höhe gefilmt. Das sind aber 300 Kilometer mehr. Wir sehen den Berg von oben bis unten und sogar die dahinter liegende Landmasse. Und damit können wir uns ganz recht herzlich beim Globus verabschieden. Along the flight path, we determine lines of bearing towards the mountains that I see in the distance. That's how I can tell what I'm seeing. Take special note of Humphrey's Peak. It's a great point of reference. Going by the pilot's message of being 1,790 nautical miles from Orlando puts the plane here. A minimum of 13 minutes of travel later, there are a couple of subtle edits in the footage during that time, puts the plane about here, which happens to be 485 miles away from the Rockies and is right where YouTube user Dennis Feenstra pointed out where the plane was in the footage he recognized, right above Kofa National Wildlife Refuge. Thank you, Mr. Feenstra. Plotting the line of sight to the Rockies and to Humphrey's Peak, we get this. Admittedly, it's a smaller angle than the one I originally came up with, but still, nowhere near a small enough angle to be seen from behind Humphrey's Peak. It's still not in the same direction. So even though I screwed up, those are still just clouds. Es wird niemals ein echtes Foto einer Erdkugel existieren. Es wird niemals eine Erklärung geben, warum die Farben und Größen der Landmassen auf diesen offiziellen Fotos so variabel sind.